Und hiermit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu meinem Display von Dungeon Lords. Ja, wir sind hier im Haus der Vikarian. Geplant hatten wir, dass wir jetzt zur Festung Ulm gehen. Kommt rein, Jungschwund. Ich habe nicht viele Besucher hier drin. Das ist eine ziemlich geringe Framezahl sogar. Ich aber nicht weiß, woran das liegt. Naja. Wir schaffen das schon irgendwie. Und bekämpfen doch schon erstmal unsere ersten Gegner. Nichts zu werfen. Schade. Gut. Das ging ja relativ flott. Warum denn nicht? Geskillt hatten wir schon alles. Schon am Ende des letzten Parts. Und ja. Am liebsten würde ich ja verkaufen und mir das Geld gegen Zauber eintauschen, beziehungsweise Zauber einkaufen, wenn man es in der heutigen Sprache ausdrücken möchte. Ja, die Zauber, die ich will, kann ich mir leider nicht kaufen. Warum, werde ich in diesem Part, also im nächsten Part, gleich mal zeigen. Denn ich gehe jetzt nach wie heißt? Mir fällt's gleich ein. Fernost war ja Herr der Ringe. Fernheim, genau. Da gehen wir jetzt hin. Da zeige ich euch, was passiert, wenn man den Mondstein hat, den man benötigt, um die Mondbrücken zu aktivieren. Und dann geht's ab in die Festung Ulm. Und wenn wir dann noch genug Zeit haben, betreten wir schon die Festung Ulm und erkunden weiter den Plot. Man hat bestimmt schon gemerkt, es tauchen schon etwas öfter als die Gegner auf. Das liegt daran, ich habe in den Einstellungen gespielt und habe die Gegner stärker auf normal gestellt, aber dafür die Spawns hoch 1 erhöht. So, dass jetzt etwas öfter gespawnt wird, aber dafür halt nicht so viele bzw. so starke Gegner. Ich denke, das ist jetzt erstmal, noch bevor wir die Festung im durchgespielt haben, ziemlich sinnvoll. Wir können in der Festung Ulm an den Massen, die dann kommen, müssen in den unterschiedlichen Intervallen gut leveln. Und die Gegner sind halt nicht gerade so viel, dass wir es auch nicht schaffen. Und wir auch nicht zu viele Tränke verbrauchen. Zufolge denke ich, dass das eigentlich so klappt, wie ich es mir vorstelle. Gegen die kleinen Frameman-Pushy kann ich da auch nichts machen. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie. Ja, wir sind ja nun etwas schon weiter vorangeschritten. Festung Ulm wartet uns auf uns. Wir haben schon das erste Relikt der Macht. Was wir aber noch nicht zu wissen, zu benutzen zu wissen. Was aber auch noch kommt in den nächsten Parte, in die nächsten Aufnahmen. Und ja. Dann gucken wir mal auch. Ja, okay, wenn wir die Festung Ulm durch haben, ist nicht mehr viel davon entfernt, dass wir. Mir fällt es gleich ein. Die anderen Relikte der Macht sammeln können. Denn dann ist hauptsächlich nur noch einmal die Reise nach Skuldon. Bis auf dem Weg nach Skuldon. Kleinere Missionen zu machen. Und der Rest wird dann nur noch durch die Gilde bestimmt. Da ich dann noch 4 Quests ungefähr zu machen habe. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Und dann nur noch die Story halt hauptsächlich da aufgenommen wird. Wir sehen, das Tor ist geschlossen. Fernhain ist geschlossen. Befehl von Hauptmann Okata. Genau. Fernhain ist geschlossen. Befehl von Hauptmann Okata. Okata hat die Tore schließen lassen. Warum das jetzt so ist? Nun, das liegt halt einmal daran, dass wir jetzt den Mondstern besitzen. Wir hätten in die Mondbrücke aktivieren können, was
dann zu einer bestimmten Sache storymäßig nicht so wirklich gut gepasst hätte. Und dadurch ist jetzt halt der Weg geschlossen. Wir laufen den weiten Weg. Vielleicht ein paar Gegner und so. Vielleicht haben wir ja Glück. Und auf jeden Fall, warum das jetzt storymäßig jetzt abgeschlossen ist, werde ich nicht verraten. Das wird man auch bald sehen. Denn allzu lange wird es nicht dauern, bis wir dort sind. Hoffe ich denn doch. Wenn nicht, dann... ja, sieht man halt später. Jedenfalls wird man es in diesem Let's Play noch sehen. Das weiß ich ganz genau. Und ja, wir gehen den langen Weg. Wir werden noch nicht angegriffen. Ach doch, da werden wir angegriffen. Von Wölfen. Wir haben ja keine mehr. Die hebe ich mir auch über für die Fledermäuse auf. Ist wesentlich sinnvoller, da ich die ja sonst eh nicht treffe. Na, geht tot. Jetzt aber. So. Den Mähen nehmen wir alle mit. Das ist alles schönes Gelb. Was haben wir denn schon so eigentlich? Untote beschwören. Knochenmehl, Leichenhaar. Leichenhaar haben wir. Knochenmehl haben wir keins. Und die Grabenklaue haben wir ebenfalls nicht. Ist ja nicht so schlimm. Schlangenhaut, 34 Stück. Naja, haben wir wieder ein paar Goldstücke mehr durch die ganzen Höllenkartale. Die ganzen Materialien. Finde ich eigentlich ganz praktisch. Wir hatten uns... gucken wir nochmal. 6 Heiltränke werden für die Festung Fatin, die Festung Ulm, nicht reichen. Deswegen werden wir uns Heiltränke kaufen, bevor es in die Festung Ulm geht. Außer wir finden jetzt um die 50 Heiltränke, dann würde sich der Weg erspart bleiben. Dann bräuchte ich keine kaufen. Fände ich als überflüssig meinerseits. Denn denke, 50 würden ungefähr reichen, auch wenn ich, wenn mein Leben komplett leer ist, 2 Heiltränke nehmen müsste, damit es voll ist. Aber das wäre eigentlich nicht das Problem. Da hätte ich 25 Heiltränke effektiv nutzbar. Und das ist meiner Meinung nach auch eigentlich... es reicht meiner Meinung nach eigentlich auch voll und ganz für mich. Ja. Ach, noch mal Wölfe. Das war von der Seite. Schweinerei. Kümmern wir uns doch gleich mal um die. So. Das wär's mit ihnen auch. So, Wolfsmähen haben wir ja alle. Das ist schön. Und jetzt kommen wir schon an die Grenze des Elfenlandes. Des Menschenlandes. Das ist nicht mal schlecht. Ist nicht eigentlich ganz nett. Und eigentlich bräuchte ich ja nicht den Weg folgen. Wir könnten eigentlich querfeld eingehen. Wenn da nicht so ein Riesenberg in der Mitte gewesen wäre. Na ja, gut, ich... oh, wir werden verfolgt von Skorpion. Ja, die kämpfen, ja. Sind da nur 3 Stück. Und, naja, sind schon tot. Aber es gab wenigstens etwas Erfahrung. Etwas, möchte ich betonen. Ja. Ich zoome. So, mal die Map mal ein bisschen herausgezoomt, damit ich dann versuche, ein bisschen Weg abzukürzen, damit es nicht allzu lange dauert. Ich hoffe, das klappt alles. Ich habe das ganz ehrlich noch nie gesagt. Ganz ehrlich gesagt noch nie versucht. So rum. Ja. Und wir werden wieder angegriffen von Spinnen. Aber auch nur 2 Riesenspinnen. Die Masten halten sich in Grenzen. Liegt halt an meiner Einstellung jetzt. Und wir wurden vergiftet. Na super. Lasst mich doch in Ruhe. Geht doch. So, Spinneneiter. Und ein Gegengifttrank.
das Leben reicht mir eigentlich noch, beziehungsweise den Trank tue ich dafür jetzt nicht verbrauchen, aber einen Kristall der Heilung. Da würde reichen, finde ich persönlich jetzt. So, wir gehen jetzt mal Querfeld ein. Versuchen mal komplett abzukürzen. Ich habe das ganz ehrlich noch nie gemacht. Vielleicht finden wir was unterwegs, vielleicht auch nicht. Lassen wir uns überraschen. Zumindest finden wir viele Ledermäuse. Und einen hat's überlebt. Skandal. Aber 700 Erfahrung durch den ganzen Haufen Fledermäuse ist eigentlich nicht schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die Weltkarte ist auch wieder in einer richtigen Entfernung. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Und ja. Da sind wir jetzt wieder. Sind wir eigentlich schon auf dem großen Feld wieder angelangt? Wo wir auf die Straße nach. Oh, ein Dray-Elf. Na. Treffen muss gelernt sein. Oh, ist er schon tot. Naja. Nehmen wir uns mal nicht so übel. Und da haben wir es schon in Achental geschafft. Ich denke. Zeitlich. Ich spiele noch nicht lange. Schneller als ich erwartet habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Werden wir schon einiges von der Festung Ulm sehen. Was ich eigentlich sehr toll finde. Da ich eigentlich ziemlich gern hier weiter vorankommen würde. Das ist nämlich ziemlich praktisch. Ja. Sind wir schon wieder in Achental. Das trifft sich sehr gut. Wir holen uns. Acht Heiltränke, es ist nicht gerade viel mehr geworden. Wir gehen erstmal die Mondbrücke aktivieren. Oh. Oh. Noch den nächsten fliegenden Gegner, die mich ebenfalls nerven. Killerbienen. Ja. Okay. Versuchen wir es so. Die fliegen wenigstens nicht so ekelhaft weg wie die Fledermäuse. Was ich eigentlich sehr nett finde. Aber dafür haben die auch keine Höllenkarte, halt diese Truppen. Sprich, einfach bloß nutzlose Viecher, die einiges an Erfahrung geben. Das lohnt sich doch, ganz ehrlich. Und mir kommt das so. Ne, die Map ist richtig. Das ist. Mir kommt das so vor, als wäre die zu weit ausgefahren. Na egal. Das ist ja jetzt egal. Wir gehen jetzt erstmal die Mondbrücke aktivieren. Fände ich als ganz gute Option. Hopp. Ach ne. Ja, genau. Jetzt können wir hier unten auswählen, von welcher Mondbrücke wir aktivieren wollen. Dann müssten wir eigentlich bloß noch die Mondglyphen auswählen. In der richtigen Reihenfolge, denke ich mal. Ich habe es bis jetzt immer in der richtigen Reihenfolge gemacht. Ob es anders geht, habe ich noch nie ausprobiert. Werde ich auch nicht. Hm. Ja. Gut. Mondbrücken. Es gibt wirklich nicht allzu viele Mondbrücken hier. Also die sind wirklich schon rar verteilt. Es gibt eine die in Arental, eine in Talindor, eine in Fernhain, eine in den verbotenen Ländern und eine dann noch. Ah ne, das ist ja die Waffenhalle, ich bin falsch. Eine dann noch in. Ich komme nicht auf den Namen. Ist schlecht. Na, das werden wir dann sehen, wo das ist. Den Namen werden wir irgendwo nochmal hören. Wenn nicht, dann Pech gehabt. Dann werden wir woanders mal hören. Bin ich mir sicher. Und ich drücke andauernd die falsche Taste, merke ich gerade. Na, egal. So. Die Apotheke hat geschlossen. Die Apotheke hat geschlossen. Die Apotheke hat geschlossen. Ja. Die Apotheke hat geschlossen. Das ist sehr toll, dass du geschlossen hast. Ja, super. Sollen wir jetzt also mit 8 Heiltränken da rein? Nee. Da hole ich mir lieber zelestische Magie. Schleudere ich mein Geld halt für andere Magie raus. Haben wir Stufe 5. Ist eigentlich auch ganz nett. Zwar ist nicht hoch genug, aber trotzdem nett.
Von daher